In diesem Video erkläre ich dir, wie du eine Freundin findest, wenn du wenig Zeit hast. Mein Name ist Kromi Yamshidi und ich helfe Single-Männern dabei, die richtige Partnerin zu finden. Und diese Aussage, ja, ich habe keine Zeit und keinen Nerv für die Partnersuche gerade, die höre ich so oft. Und vielleicht kennst du das. Du kommst nach der Arbeit nach Hause, gehst vielleicht nochmal zum Sport, du bist einfach müde, du bist auch raus aus dem Alltag, wo du irgendwie Party machen willst, um jemanden kennenzulernen. Es kann auch sein, dass Überstunden bei dir auch die Regel sind und du einfach wirklich sehr eingespannt bist. Es kann auch sein, dass du noch Hobbys pflegst oder dass du ehrenamtlich vielleicht nochmal was machst und du das Gefühl hast, dass du gar nicht weißt, wo du dir Zeit freischaufeln sollst, um jemanden kennenzulernen. Und darauf gebe ich jetzt die Lösung. Um dir deine Zeit direkt zu sparen, will ich dir sagen, Zeit ist nicht dein Problem. Vorausgesetzt, du hast 3 bis 4 Stunden in der Woche. Auch gerne am Wochenende kannst du diese Zeit nehmen. 3 bis 4 Stunden, um dir mal einen Abend freizuhalten oder einen Nachmittag, um ein Date zu haben. Wenn du diese Zeit hast, dann hast du genug Zeit und alle Zeit der Welt, um die richtige Partnerin zu finden. Das ist die Zeit, die man braucht. Zeit ist nicht dein Problem. Was eigentlich dein Problem ist und was du mit der Aussage meinst, ich habe keine Zeit fürs Dating, ist, dass du keine Zeit hast für die negativen Aspekte vom Dating. Wenn du ein eingespannter Kerl bist und beschäftigt bist, dann hast du einfach auch keinen Bock, keine Ahnung, stundenlang zu swipen und du kriegst keine Matches. Du findest eine Frau ganz interessant, schreibst mit ihr, aber irgendwann schreibt sie dir nicht mehr zurück oder das Gespräch verläuft sich im Sande und du denkst dir, warum passiert das? Du bist verwirrt. Dafür hast du keine Zeit und keinen Nerv. Du hast keine Zeit für schlechte Dates. Du hast keine Zeit für Frauen, die du dann kennenlernst, wo du merkst, dass das Ganze, du versuchst eine Beziehung mit ihr einzugehen, aber es ist sehr, sehr stressig. Diese Frau schiebt sehr viel Drama. Für solche Sachen hast du keine Zeit. Aber ich mache dir mal ein Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt morgen eine Frau hinhalten vor die Nase und du hast ein Date mit dieser Frau. Und diese Frau wird deine absolute Traumfrau. Das ist die Frau, mit der du dann auch Kinder haben wirst. Die ersten Dates werden wunderbar laufen. Es gibt keinen Stress. Der erste Kuss wird wunderschön, das erste Mal wird umso besser. Es würde alles glatt laufen mit dieser Frau. Stell dir mal vor, das wäre die Situation. Jeder Mann der Welt würde sich die Zeit nehmen für diese Frau. Man wäre dumm, wenn man das nicht machen würde. Auf diesen Dates würde man dann nicht an seine fehlende Zeit denken. Man würde sich lebendig fühlen, die Zeit würde verschwimmen, man wäre auf Wolke 7. Nach so einem Date vergisst man auch die Zeit, fühlt sich einfach jung und gut und es ist alles geil. Wenn du das hättest, dann wäre Zeit nicht dein Problem. Und das Ding ist jetzt, was du brauchst, ist nicht mehr Zeit. Was du brauchst, ist einen Weg, wie deine Partnersuche und dein Dating möglichst nah an diesen Zustand kommt, wo du einfach keine Zeit verschwendest mit unnötigen Frauen oder Frauen, die dir nicht zurückschreiben, sondern relativ schnell zu der Frau kommst, mit der es auch passt. Das ist das Problem. Du musst unnötige, unangenehme Situationen musst du vermeiden. Und da musst du einfach nur ehrlich zu dir sein. Keine Zeit ist einfach nur eine Ausrede, weil die Partnersuche unangenehm ist. Weil es auch stressig sein kann. Aber wenn die Partnersuche Spaß machen würde, stell mir vor, du hättest jetzt in den nächsten 3 Monaten, man, würdest du 4, 5 Frauen kennenlernen. Jetzt nicht alle auf einmal gleichzeitig, sondern mal, du hast mal ein Date und 2 Wochen später lernst du die neue Frau kennen. Und es kann sein, dass du in den ersten Dates nicht die richtige dabei ist, aber die Dates machen Spaß, es ist angenehm und spätestens nach der 3., 4. Frau kommt irgendwann die richtige. Wenn das die Situation wäre für die nächsten Monate, klar würde sich ein Mann die Zeit für nehmen. Und da musst du hinkommen. Das heißt, du musst eher einen Weg finden und du musst verstehen, worauf es ankommt, dass du diese negativen Aspekte reduzierst. Das heißt, dir fehlt es an Wissen. Die Art, wie du die Partnersuche vielleicht früher angegangen bist, die hat halt so Situationen provoziert, dass Frauen dir nicht zurückgeschrieben haben oder dass du Frauen angezogen hast, die Drama gemacht haben. Daran musst du arbeiten. Denn wenn du dann die richtige Frau an deiner Seite gefunden hast, dann kann ich dir sagen, eine tolle Beziehung, eine erfüllte Beziehung gibt dir super viel Rückenwind für die Arbeit. Du kannst dann teilweise dich sogar noch besser auf deine Arbeit fokussieren, weil du einfach weißt, dass wenn du nach Hause kommst, jemand da ist. Du Kraft tanken kannst, Energie tanken kannst und auch eine Partnerin da ist, die dir dabei helfen kann, abzuschalten am Wochenende. Es gibt nichts Besseres, um effektiver und produktiver zu arbeiten, als eine glückliche Beziehung zu haben. Vor allem hast du dann auch mal einen Sinn, denn vielleicht kennst du das, wenn du Single bist und alleine bist und viel arbeitest, stellst du dir manchmal die Frage, wofür mache ich das Ganze eigentlich, wenn ich das Leben, das ich mir gerade aufbaue, mit jemandem teilen kann. Und wenn du die richtige gefunden hast, musst du dir diese Frage nicht mehr stellen und dann hast du noch mehr Energie. Ich habe mit so vielen Männern schon zusammengearbeitet und es gibt auf der Welt so viele Männer, die genauso eingespannt sind wie du oder sogar noch mehr. Und auch die haben eine tolle Partnerschaft. Es gibt Männer, die haben 100-Stunden-Wochen und finden trotzdem die richtige. Zeit ist nicht dein Problem. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, das mag zwar stimmen alles, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass die Partnersuche mich sehr stark von der Karriere beispielsweise abgelenkt hat, weil ich dann eine Frau kennengelernt habe, ich habe mich in sie verliebt und das Ganze wurde dann halt ein bisschen stressig. Sie war warm und kalt, also hat mir manchmal Interesse gezeigt und dann hat mir mal teilweise nicht geschrieben. Oder wenn ich so ein Date habe, dann denke ich einfach im Nachhinein noch zu viel darüber nach, zerbreche mir abends den Kopf darüber, wie das Ganze lief. Und
auch hier will ich dir sagen, das hat nichts mit der Partnersuche an sich zu tun, das hat mit der Art zu tun, wie du die Partnersuche angegangen bist. Wenn du nicht weißt, was du machst, wie du mit einer Frau so umgehst, dass sie nicht Drama schiebt, sondern entspannt ist zu dir, dann liegt das an dir und der Art, wie du halt mit Frauen umgehst. Denn wenn du weißt, wie du die richtigen Frauen findest und anziehst, wie du mit einer Frau auch auf einem Date so umgehen kannst, dass sie dich immer wieder sehen will und nicht dir dann nach einem zweiten Date, die dann irgendwann nicht mehr schreibt und du dann dir den Kopf zerbrechen musst. Wenn du weißt, wie das geht, ja, dann läuft's. Und das ist die Wahrheit in deiner Situation. Darum geht's. Zeit ist nicht dein eigentliches Problem. Und wenn du endlich mal in die Gänge schalten willst, wenn du endlich mal die Richtige finden willst und das ganze zeitsparend machen willst und halt also wirklich so den effektivsten Weg haben willst, wie du die Richtige finden kannst, dann empfehle ich dir, klick mal auf den Link unter diesem Video und bewirb dich für eine kostenlose Erstberatung. Das ist ein Beratungsgespräch, vollkommen kostenlos, unverbindlich, und ich setze mich mal eine Stunde mit dir hin und erkläre dir, wie das für dich aussehen kann. Wie du die Richtige finden kannst, obwohl du wenig Zeit hast. Wenn du das möchtest, dann bewirb dich gerne auf dieses Gespräch.